Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, Zuschauer und Zuhörer, egal wer ihr da draußen auch immer seid, seid herzlich gegrüßt. Um Broll war es ja jetzt die letzten Tage ein bisschen ruhiger, war auch schwer beschäftigt, hat nämlich gerade eine Internetseite aufgesetzt zu dem Projekt Family on Tour, sprich Familie auf Tour. Den Link dazu mache ich da unten rein. Und ich muss mich trotzdem jetzt mal zu Wort melden, weil es ist doch einiges passiert in der letzten Zeit. Und da kann ich natürlich jetzt irgendwo auch mal nicht aus und muss mal was dazu loswerden, beziehungsweise zu einigen anderen Dingen auch noch. Also, dass der ESM vom Bundesverfassungsgericht durchgewunken wurde, das war mir von Anfang an klar, auch wenn ich dagegen bin. Denn man muss sich nur mal die EU-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die letzten Jahre anschauen, dann sieht man, die haben immer schön brav mitgemacht. Diese kleinen Einschränkungen und Auflagen, was sie machen in Richtung Bundestag, ist im Prinzip ein Witz, weil wir wissen, dass das Kasperltheater da in Berlin alles als alternativlos und immer alternativloser durchwinken wird und immer mehr Mist baut. Also brauchen wir uns da schon gar nicht mehr aufregen. Das und natürlich viele andere Dinge, unter anderem auch bin ich jetzt bei YouTube auf etwas gestolpert, das ist schon ein älteres Video, und zwar Kinder als Versuchskaninchen. Link setze ich auch wieder da unten rein. Bestärken mich natürlich in dem Projekt Familie auf Tour. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, und es geht jetzt auch die ganzen Leute an, die hier unter staatlicher Selbstverwaltung und so stehen, und auch die Aussteiger, es will zwar jeder raus aus dem System, aber ich sage euch eins, es geht gar nicht. Denn das System lässt euch nicht los. Da braucht man sich bloß mal die Videos betrachten, die bei YouTube eingestellt werden, wenn Gerichtsvollzieher aufschlagen, die blaue Privatarmee, der BRD und so weiter, dann sieht man, das System versucht die Leute immer wieder zurückzuholen oder im System zu halten. Ich stelle mir das jetzt wie so eine Straßenbahn vor, die prall gefüllt ist. Und ich kann nur eins machen, mich mit meiner Familie so nah wie möglich an die Eingangstür zu drängen und zu stellen. Und im richtigen Moment, wenn das Ding mal an die Mauer fährt, vielleicht versuchen noch abzuspringen. Oder mich irgendwo noch aus dem Waggon rauszuretten, der System heißt. Ja. Also, ich denke mal, ihr versteht, was ich meine, wenn ich das so bildlich darstelle. Es bestärkt mich natürlich, jetzt das Projekt weiter voranzutreiben, Family on Tour, wie gesagt, und ich werde es mit aller Vehement vorantreiben. Natürlich müssen wir jetzt noch unsere Antiquitäten verkaufen, Auto verkaufen, dass wir überhaupt das Wohnmobil bezahlen können. Weil so dicke haben wir es leider auch nicht, dass ich sagen kann, ich kann gleich aussteigen und hier abgehen. Aber wie gesagt, wir sind dran. Dazu zur Webseite von Familie auf Tour oder Family on Tour mache ich noch ein eigenes Video, wo ich die Seite vorstelle. Wird dann auch entsprechend eingebaut. Auf der Seite gibt es dann auch rechts ganz unten ein sogenanntes Proleten-TV. Da werde ich in Zukunft die Beiträge vom Proll mit rein einbinden. Ja, wobei die auch bei YouTube weiterhin natürlich sind. Ich habe da eine sehr schöne Komponente für Jomla 256 entdeckt. Auf der ist die Seite aufgesetzt, wo man das relativ schön einbinden kann. Und bringt natürlich dann auch wieder Leute zurück auf die Webseite, und das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Ja gut, was kann ich noch loswerden? Ich habe mal vor kurzem angekündigt, ich wollte mal zu dieser Schuldfrage bzw. zum Zweiten Weltkrieg, Israelis Judenvergasung und Judenvernichtung, einen Kommentar ablassen. Ohne hoffentlich gleich wieder mal in die rechte Ecke gedrängt zu werden, möchte ich mal klar sagen, ich bin irgendwann mal so ein ganz kleines Kaulquäppchen gewesen auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ein kleines rundes Ding namens Ei. Die sind zusammengetroffen und zufällig lebten meine Eltern in Deutschland.
auch wenn sie nicht unbedingt deutschen Ursprungs sind. So, und ich wurde praktisch in die deutsche Gesellschaft eingeboren. Ich habe mir das nie ausgesucht. Und ich sage nicht, dass man die Vergangenheit wegleugnen soll. Nein, die muss man erhalten. Aber ich kann für die Fehler meiner Väter, Großväter und so weiter nichts und bin auch nicht dafür verantwortlich. Und ich lasse mir da auch keine Schuld einreden. Ja, also da beißt die Maus keinen Faden ab. Und dann muss man natürlich auch einsehen, die Geschichte ist von den Siegermächten geschrieben. Und da muss es erlaubt sein und möglich sein, auch die Wahrheit zu recherchieren, soweit es möglich ist, und die auch klarzustellen. Und dann überlegen wir mal Folgendes. Schauen wir doch mal nach Frankreich, Napoleon. Der hat keine Bomben gehabt, der hat aber Kanonen gehabt. Der ist quer durch Europa gezogen. Wie viele Tote hat es da gegeben? Hat da einer die Toten am Schlachtfeld gezählt? Oder die irgendwo in Gefangenenlagern oder so hinkamen, hingerichtet wurden? Sicher, die Arbeitslager und so im Zweiten Weltkrieg waren sicher das Verkehrteste, was man machen konnte. Ja, und war sicher auch nicht recht gerechtfertigt. Aber es ist nun mal passiert und es ist Geschichte. Nur, es ist kein Franzose, fühlt sich für Napoleons Krieg schuldig. Es fühlt sich kein Amerikaner für die Vernichtung von Ureinwohnern, von Indianern schuldig. Es fühlt sich keiner auf der Welt für Sklaverei schuldig, die es jahrhundertelang gab. Also, wieso soll ich mich für einen Krieg, den meine Väter geführt haben, wobei ich dazu sagen muss, mein Vater wurde mit 14 zwangseingezogen. Ja, also, das ist das Nächste, ja, also, was ich berücksichtige. Wie gesagt, ich fühle mich da in keiner Weise schuldig. Und wenn ich dann sehe, was Israel mit Palästina macht, wie der Iran bedroht wird, weil er angeblich ein Atomprogramm hat, wo die Atomkommission bis jetzt nie was gefunden hat, ja, dann kann ich nur eins sagen: Diese ganzen Politiker, die Kriegstreiber und Kriegshetzer, einschließlich unserer deutschen Politiker, wenn die unbedingt einen Krieg wollen, dann sollen sie ihren Arsch selber hinbewegen und sich gegenseitig den Schädel einschlagen, aber die Bevölkerung und die Leute außen vor lassen. Denn von uns will keiner einen Krieg. Wir wollen miteinander kommunizieren, wir wollen eine Lösung finden auf einer Basis, die für jeden verträglich ist, wo jeder damit leben kann. Und wenn wir so denken und so handeln, dann findet man diese Lösung auch auf der Basis. Okay, das war's vorerst. Bis demnächst, euer Broll, der grollt.